Ja, sehr angenehme, einladende Musik zum Relaxen, ja, einfach zum Genießen. Eine Musik, die ich sehr mag und die eigentlich zum September passt, ja. Nicht allein deswegen, weil ihr Album September heißt, sondern weil es ruhiger wird, weil es gelassener wird. Wunderschöne Musik. Also ich kenne ihre CD, also die September-CD, und sie gefällt mir sehr gut. Und ich freue mich schon sehr auf das Konzert. Zum Abschluss des Judenburger Sommers 2012 haben sich die Veranstalter noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Eine Künstlerin aus Norwegen ist heute mit ihrem Album September bei uns. Ich kann nur sagen, tauchen Sie ein in die musikalische Welt von Rebecca Backen. We have the first September, and your new album is also called September. Yes. Yes. So, what can we expect for this evening? I'll play mostly music from September, but also some older songs and a few surprises, I think. And when you think about the month September, what's the meaning for you? Oh, the meaning, right now, since we're in the 1st of September, it means that I have to start to say goodbye to the summer. And I love the summer, but the fall is also beautiful, and the quicker I can let go of summer, the more I can enjoy the fall. This time is not your first in Judenburg. Why do you come to our town and bring your really fascinating songs with you? Oh, thank you. I love the tour in Austria. I have been to Judenburg a lot, both for work and for personal reasons also. I had the greatest pedicure here once, like 4 years ago. And I was hoping I could go back today, but I didn't have any time for that. No, I feel connected to Judenburg. And it's always a pleasure to take my band with me here and show them a little piece of Austria. I don't want to see my parents go. Someone telling stories told me so. Living in the streetlights of a city. Wie bereits erwähnt, das ist ja der Abschluss des Judenburger Sommers 2012. Kannst du uns ein Resümee geben über diese wunderbaren Tage? Einerseits war das Wetter zum ersten Mal seit Jahren wirklich sommerlich, heiß. Und zum anderen gab es sehr viele Veranstaltungen, die sehr schön waren, sehr schöne Konzerte, interessante Vorträge. Wir waren auch gestern noch am Tanzen bei der Duzi Uli im Zuge der Einkaufsnacht, bei dieser lateinamerikanischen Nacht, haben davor einen wunderbaren Vortrag gehört zum Thema Unternehmertum in Äthiopien und fremde Kulturen und was im Unterschied zu Europa in Afrika von Bedeutung ist. Also es gab sehr viele Inputs und Gedankenanregungen neben den schönen Konzerten.
ein wunderbares Abschlusskonzert des Judenburger Sommers 2012. Wir hoffen, dass es Ihnen genauso gut gefallen hat und wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind, wenn wir bei einem Event in unserer Region unterwegs sind.